Die kommenden Finanzausgleichsverhandlungen werden den Verhandlungsteam der Gemeinden und Städte alles abverlangen. Denn das große Thema sind natürlich auch für uns die Teuerung und letztendlich auch die hohe Inflation. Deshalb ist es auch legitim, in dieser Zeit eine Anpassung des vertikalen Verteilungsschlüssels zu verlangen und hier von 12 auf 14,5% der Gemeinde- und Städteanteil erhöht wird. Es sind ungefähr 2 Milliarden, die hier in Bewegung kommen würden und die den Städten und Gemeinden enorm helfen. Bei all den Aufgaben, die wir in den verschiedenen Bereichen zu stemmen haben. Also die größten Steigerungsfaktoren finanziell, die haben wir im Bereich der Kinderbetreuung, im Bereich der Gesundheit, im Bereich der Pflege. Das sind Themen, die wirklich durch die Decke gehen. Und deswegen ist uns wichtig, dass wir hier auch im Finanzausgleich Lösungen zustande bringen. Wir brauchen einfach mehr Geld. Wir haben ein umfassendes Kinderbetreuungspaket in Niederösterreich geschnürt. Da ist es notwendig, auch Zuschüsse im laufenden Betrieb vermehrt zu erhalten. Wir werden auch mehr Mittel für die Kinderbetreuung fordern, denn mit den bisher 200 Millionen erreichen wir nicht das Ziel, was wir uns in Niederösterreich vorgenommen haben. Im Bereich der Gesundheit ist es notwendig, dass wir auch, und jeder spürt das am eigenen Leib, unsere Gesundheitsstrukturen erhalten und weiterentwickeln. Auch das braucht entsprechende finanzielle Mittel. Und letztendlich geht es auch darum, dass wir die Kostensteigerung bei der Finanzierung der Pflege und des Gesundheitswesens in den Griff bekommen. So wie es derzeit diskutiert wird, zweistellige Steigerungsraten sind nicht finanzierbar und werden die Gemeinden in den finanziellen Ruin treiben. Wenn die Anzahl der über 65-Jährigen in den nächsten 20 Jahren um zwei Drittel ansteigt, dann ist es notwendig, dass wir jetzt schon auch mehr Geld in die Pflege geben. Wir brauchen niederschwellige Angebote, wir brauchen Community Nursing, Tagesbetreuungsstätten und natürlich einen Ausbau der gesamten, auch intensivere Pflege und Betreuung. Was aber auch wichtig ist, dass wir uns bei den Einnahmen darauf verständigen, dass wir die Grundsteuer endlich reparieren und damit den Gemeinden und den Städten jenes Geld zukommen zu lassen, das ihnen zusteht. Und ich denke, gerade die Grundsteuer ist neben der Kommunalsteuer die wichtigste Einnahmequelle und hier muss es Bewegung beim FAG geben. Das Grundstücks- und Grundsteuerthema ist natürlich auch eines, das seit Jahrzehnten ansteht und das endlich einer gerechten und zukunftsfähigen Lösung zugeführt werden muss. Für das steht der Städtebund ganz sicher in sozusagen gemeinsamer Union mit den Gemeindebund. Das Thema der Grundsteuer ist ein gemeinsames Städte-Gemeinden, das wir anpassen wollen. Über 25 Jahre hat sie keine Bewegung gegeben. Ich glaube, es ist notwendig, hier dringend auch eine Reform zu starten. Und da brauchen wir grünes Licht auch vom Bund. Dann liegt es an uns, uns zwischen den Gemeinden und den Städten auf ein gutes, auf ein praktikables Modell zu einigen. Und ja, wir diskutieren das Thema Flächenverbrauch, wir diskutieren, wie wir Leerstände auch aktivieren können. Und ich glaube, mit Steuern soll man auch steuern und die Grundsteuer ist eine Möglichkeit dafür.